Es ist endlich soweit. Heute triffst du dich endlich mit deinem Date. Es wird also Realität. Und damit du beim ersten Date auf jeden Fall direkt Punkte sammelst, solltest du auf jeden Fall ein paar Dinge beachten. Heute spreche ich nicht darüber, wie du mal eben schnell eine Frau klärst. Nee, mein Lieber. Das machen wir heute nicht. Denn mal eben schnell Elfmeter verwandeln ist jetzt auch nicht ganz so schwierig. Wir wollen ja einen langfristigen Mehrwert aus dem Date herausholen. Und wenn wir einen langfristigen Mehrwert aus dem Date herausholen wollen und vielleicht sogar eine Beziehung in dem Date sehen oder vielleicht sogar die Frau unseres Lebens in dem Date sehen, ja, dann ist es ja umso wichtiger, dass wir beim ersten Date auf jeden Fall punkten. Und diese Regeln, die ich dir heute erkläre, sind nicht nur fürs erste Date gültig, sondern natürlich auch, während du in einer Beziehung bist. Denn ein richtiger Gentleman verlernt sowas nie. Wenn du dich zum Date verabredest, und es ist egal, ob du dich in einem Restaurant verabredest oder in einer Bar verabredest, wenn eine Tür aufzumachen ist, dann bist du natürlich aufmerksam und Gentleman genug und hältst deinem Date die Tür auf. Und wer weiß, möglicherweise willst du ja später auch nochmal ein anderes Türchen bei deinem Date öffnen. Und ich meine, von daher ist es ja wohl das Mindeste, dass du die Tür von der Bar, vom Restaurant oder auch vom Taxi dementsprechend für dein Date aufhältst. Je nach Date und je nach Frau ist das, was jetzt kommt, immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn du dich zum Beispiel auf einer Rooftop-Terrasse zum Date verabredet hast, mitten im Hochsommer, dann ist dein Date vermutlicherweise leicht bekleidet oder hat nur ein Kleidchen an und trägt gar keine Jacke. Aber wenn dein Date eine Jacke anhat und die Jacke ablegen möchte, dann bist du auf jeden Fall so aufmerksam, nimmst die Jacke ab und wenn ihr natürlich auch wieder gehen wollt, dann hilfst du natürlich auch wieder in die Jacke reinzukommen. Aber wie gesagt, das ist natürlich von Date zu Date unterschiedlich, auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Einige Frauen, die sind halt solche Frostbeulen, die wollen ihre Jacke gar nicht ablegen. Aber wenn, dann bist du da. Wenn ihr zum Beispiel zum Dinner verabredet seid und ihr in ein schönes Restaurant geht und ihr euch an den Tisch setzen wollt, dann bist du logischerweise so aufmerksam und schiebst den Stuhl ein bisschen nach hinten, damit dein Date sich hinsetzen kann und schiebst den Stuhl logischerweise auch ein Stückchen wieder ran, damit dein Date sich wohl platziert und sicher auf ihren Stuhl setzen kann. Und wenn du diese Tipps, die ich jetzt gerade schon genannt habe, bis dato befolgt hast, alter Schwede, ich sag dir, dann hast du auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt schon mal ein richtiges Stein im Brett. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt aber merkst, ach du Scheiße, das Date ist eine absolute Vollkatastrophe, ja, dann hättest du möglicherweise jetzt auch noch die Möglichkeit, die absolute Notbremse zu ziehen. Denn dann machst du einfach Folgendes, du schiebst den Stuhl einfach zurück, schiebst ihn nicht wieder an, sondern schiebst ihn komplett zurück und haust einfach ab. Nein, Spaß beiseite, Leute, das hat man vielleicht damals im Kindergarten gemacht, wenn man ein paar Leute ärgern wollte und die sich einfach ins Leere setzen sollten. Aber das wird bei deinem Date sicherlich nicht notwendig sein, weil du hast natürlich vorab sorgfältig selektiert und die richtige Dame ausgesucht. Oder vielleicht auch einen Typen, ja, wer weiß. Wenn ihr euch zum Dinner verabredet habt und dann schon ganz gemütlich am Tisch sitzt und euch einfach schon mal ein bisschen austauscht, dann wird früher oder später der Kellner kommen und eure Bestellung aufnehmen. Und auch hier gilt natürlich wieder Ladies first. Ihr lasst der Frau auch hier den Vortritt. Wenn der Spruch Ladies first bei dir im Hinterkopf eingebrannt ist, das hilft eh schon mal ungemein. Aufmerksame Kellner fragen sowieso bei der Bestellung eigentlich zuerst die Frau. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte und der Kellner zum Beispiel dich direkt anspricht und nach der Bestellung fragt, dann spielst du den Ball einfach zur Frau rüber und lässt der Frau dementsprechend den Vortritt. Und wenn dann irgendwann die Getränke kommen sollten, dann heißt es natürlich auch Ladies first. Normalerweise ist es so, dass aufmerksame Kellner natürlich der Frau zuerst einschenken. Wenn dann irgendwann die Situation kommt und du selbst nachschenken möchtest, dann logischerweise schenkst du natürlich erst der Frau das Wasser ein und anschließend erst dir. Wenn ihr eigentlich nur zum Date verabredet wart, aber du alle Punkte, die ich dir gerade hier in dem Video gesagt habe, alle eingehalten hast, dann, mein Freund, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr vom Dinnertable auch noch rüber zur Bar wandert. Und ich bin mir sicher, dann werdet ihr euch noch ein paar Drinks an der Bar gönnen und wer weiß, was dann noch alles so passieren wird. Was aber auf jeden Fall passieren wird, das kann ich dir jetzt schon mal garantieren, der Kellner wird irgendwann kommen und dir die Rechnung bringen. Und du als Gentleman weißt ganz genau, was du jetzt zu tun hast. Wenn du jemanden kennst, der bei deinen letzten Dates nicht ganz so erfolgreich war, ja, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und ganz viel Freude bei ganz wundervollen und schönen romantischen Dates. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.